Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme The Last of Us. Ganz kurz, wir sind hier mitten im Gefecht. Oh, okay. Ganz kurz gesagt, warum ich jetzt die ganze Weile nichts mehr aufgenommen habe. Uni, Klausuren. Ich glaube, das reicht schon an Info, oder? Ich hatte einen Monat lang ein bisschen zu tun. So, wir sind doch hier gerade auf der Jagd nach Ellie, weil ihr mit dem Pferd abgehauen ist da oben. In die Ecke. Ah, verdammt. Da oben, der lebt noch. Wir werden noch nicht flankiert. Da ist noch einer. Wir haben noch 4 Schuss. Oh Gott, nein. Müssen wir uns ein bisschen bewegen. Sehr schön. Ach, verdammt, den habe ich nicht gesehen. Danke für das Hinweisspiel. Okay, wo sind die? Was hält er denn aus? Verdammt, wir haben noch einen Schuss auf der Schrotflinte. Haben wir noch irgendwas anderes war? Ja, die Scharfschützenpistole. Ich denke mal, es soll sowas sein wie eine Scharfschützenpistole. Ah, verdammt, runtergefallen. Vielleicht kann ich schlecht mal die Position ein bisschen wechseln. Gott, der hat nur einen Schuss im Magazin. Oh, mehr braucht ihr auch gar nicht. Alter Falter, macht die Löcher. Okay, aber haben die jetzt Ellie ihr gefangen genommen oder ist Ellie durch Zufall durchgekommen? Alter, das ist ein Prügel. Ich hoffe, wir haben gleich ein bisschen Zeit, hier müssen uns umzugucken, weil unsere Muni und alles drum dran geht ein bisschen zur Neige. Verdammt. Der war gut, aber nicht gut genug. Das waren alle. Oh, ein Glück. Dann schauen wir uns mal ganz kurz um, ob wir irgendwas Brauchbares finden, bevor wir jetzt Ellie folgen. Ja. Komm, nimm das doch auf. Oh, falsche Taste. Ich merke, dass ich wieder eine ganze Zeit lang nicht gespielt habe. Hier oben war doch auch noch irgendwas gewesen. Da ist. Ah, sehr schön. Was zum Leben regenerieren. Hier liegt auch noch einer. Du hattest nichts bei gehabt. Da unten lag noch Pistolenmuni. Die. Oh, oh, oh. Was war das denn? Komm, zu den Pferden. Ja, sofort. Hab ich noch einen Moment? Ja, ich kann mich noch umgucken. Das nehme ich auch noch mit. Die werden wir brauchen. Ich will mich noch eben oben in dem Haus umgucken. Der Laufmodus. Der hat ja nichts mehr. Ah, gut, dass wir uns umgucken. Das haben wir genug von. Dann können wir wieder ans Herstellen. Also können wir noch ein bisschen was mitnehmen. Das ist voll. Das haben wir alles genug. Wir könnten da die Fertigungszeit verringern, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Genug Pfeile haben wir auch. Die Munition für die Knarre ist auch voll. Ja, die ist komplett durchgeladen. Ja, da haben wir nicht ansatzweise alles davon.
dafür. Die werde ich mal wieder in die Tasche stecken. Ich will hier die Schrotpistole dabei haben. Und die ist noch gleich durchgeladen. Schrotflinte ist leer, das ist nicht so toll. Okay, davon können wir immer noch nichts mitnehmen. Was haben wir hier? Ich dachte, das wäre irgendwie was, wo wir was mit fertigen könnten. Hier ist nichts mehr, hier auch nicht. Hier könnten wir zu Fuß weiterlaufen. Ich denke mal, man hätte hier in dem Feuergefecht ein bisschen mehr den Platz nutzen können. Aber wir haben uns einfach mal durchgeschossen. Ja, dann gehen wir jetzt aufs Pferd. Wechseln wieder auf die Pistole. Wo wir könnten... Warte mal, von denen können wir was herstellen. Ach ne, das ist die Wurfflasche. Von denen können wir gar nichts herstellen. Und weiter geht's. Schön auffällige Fußspuren. Da lang oder da lang? Okay, da ist er lang. Na los. Komm. Ach, was schöne Gegend. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Da unten. Ja. Wenn man nicht wüsste, wie im Arsch die Welt eigentlich ist, wäre das gerade voll die schöne Szenerie. Oh, was ist das denn? Da, bei der Ranch. Unser Pferd. Die muss da drin sein. Okay. Hidden Pines Coral. Okay, ein bisschen Anlauf nehmen. Gehen wir. Hallo. Sieht sicher aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass es sicher ist. Ich meine, ein so gut erhaltenes Haus hier mitten in der Pampa. Sind wir mal lieber vorbereitet. Vorsicht. Was? Ellie? Das Haus ist völlig in Ordnung. Hier ist nichts. Es ist sauber. Es ist. Das sieht aus wie. Ja, mal so gesagt wie vor 20 Jahren. Das finde ich jetzt sehr irgendwie beunruhigender als alles andere, was wir bis jetzt erlebt haben. Ein Schachspiel? Ich weiß, ich vergesse die ganze Zeit. Oh, da liegt was. Ah, ein Firefly-Anhänger. Mhm. Gucken wir uns das mal nicht an. Okay, ich habe auch hier niemanden. Sonst liegt hier nichts mehr. Oh, rückwärts gehen ist gut. Tisch ist auch noch halbwegs gedeckt. Das Haus ist nicht geplündert. Also entweder hat das niemand gefunden, niemand gewusst, oder die haben wirklich bis vor kurzem hier noch gelebt. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und die ganze Welt geht den Bach runter und dieses eine Farmhaus hier mitten im Nichts sieht aus wie neu. Ja, okay, liegt ein bisschen Müll rum. Was war das? Wandschrank kann ich nicht öffnen. Da können wir so ein bisschen heilen. Das ist sehr gut. Sparen wir uns die Medikits. Da war doch. Die sehen neu aus. Die, was ist das, Pepperoni? Die sehen echt neu aus. Munition rum. Also das Haus ist nicht geplündert worden.
Schere, Flüssigkeit. Okay, die Tür ist zu. So, die Fensterscheiben sind in Ordnung. Was ist denn mit der Tür hier? Okay. Ah, guck mal. Gut, dass wir uns umgucken. Medikamente. Oder Upgrade-Pillen. Ich weiß nicht genau, was das jetzt darstellen soll. Also unten ist sie nicht. Also wird sie oben sein. Aber es ist viel zu ruhig hier. Herr Lee! Ich bin hier! Oh, Herrgott, Gott, ich dachte schon. Da liegt noch ein Comic. Nur falls man es gerade nicht gehört hat, sein Bruder hat gerade gesagt, dass er Wache hält und wir sollen uns mal unterhalten. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das sieht alles noch echt aus wie... Als ob die heute Morgen jetzt das Haus verlassen hätten. Da liegt noch eine Schere. Klebeband. Sprengpulver haben wir genug von. Nack, nack. Die Tür, da ist wahrscheinlich Ellie hinter. Gucken wir uns aber erstmal um. Ein Badezimmer. Aha. Ja, ich weiß, dass wir Ellie suchen sollen. Okay, da ist Ellie hinter. Dann gehen wir doch erstmal durch die Tür, die wir hinten vergessen haben. Oder noch nicht gemacht haben. Das ist voll das schöne Haus eigentlich. Vielleicht ein bisschen weit ab, aber... Tja. Ja, dann reden wir mal. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Das war so klar. Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da.
hier, Sophie. Sie da drüben. Okay. Da kommt der Erste. Ich habe keine gute Position. Was macht Ellie denn da? Okay. Wir bleiben still, solange es geht. Ach du Scheiße! Und spann aus der Munition. Au! Dafür wirst du büßen! Okay, die Machete mehr Aufladung als unser Metallrohr. Okay, wo sind die nächsten? Ich kann sie noch nicht hören, schade. Bleib da! Okay, da kommt der Erste hoch. Nee, doch noch nicht. Gib mir Deckung, ich gehe ran! Okay, der eine ist da unten, ich habe den gerade schon gehört. Kommt noch einer, der jetzt hier hochzielt. Dam, 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 dam. Oh, verfluchte! Ah, verdammt! Verdammt, die Machete, sind wir los. Kommt da noch mehr? Okay, alles sauber. Okay, das waren sie. Geh raus zu den Pferden. Ich habe das Gefühl, dass die Pferde jetzt weg sind. Okay, mal kurz gucken, ob die Jungs hier was haben fallen lassen. Das wird jetzt. Ich habe da gerade schon den ersten gesehen. Und hier sind die Pferde. Warum mit dem Gewehr? Das Gewehr ist leer. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Das macht sie gut dafür, dass sie noch nicht aufgeritten ist. Ja, und damit ziehen wir weiter. Das ist der. Die Siedlung. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los.